Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Denn heute gibt es mein Lieblingsvideo des Jahres. Es sind die Jahreshighlights. Also die besten Bücher 2022, die Crème de la Crème meines Lesejahres. Und ihr könnt neben mir schon diesen Stapel sehen, der ehrlich gesagt schon mehrfach umgekippt ist. Wir werden also sehen, ob er das Video übersteht. Aber das sind sie. Das sind meine Favoriten, die Jahreshighlights dieses Jahres. Und wir werden über jedes einzelne dieser Bücher sprechen. Im Detail wird es nochmal ein Video zum gesamten Lesejahr geben. Da geht es dann auch um die Bücher, die mich nicht so nachhaltig beeindrucken konnten, wie die es geschafft haben. Aber ich freue mich schon. Schnappt euch eine Tasse Tee, denn jetzt geht es wirklich um die guten Bücher, um die richtig guten. Viel Spaß! In Vorbereitung auf dieses Video habe ich ehrlich gesagt nichts getan. Ich habe nicht mal in meinen Reading Journal geschaut, was ich zwar dabei habe, so als Referenz, wenn ich dann doch nicht mehr ganz weiß, was mich so beeindruckt hat, aber ich glaube, es könnte auch sehr authentisch werden, wenn ich gar nicht mehr so ganz genau weiß, was mich denn so beeindruckt hat, denn das zeigt uns ja auch, was hängen geblieben ist, was so die wirklich prägnanten, signifikanten Momente waren, die ich mit diesen Büchern hatte. Und wir starten direkt mit dem Buch hier ganz oben drauf, How to Date Men When You Hate Men von Blythe Robertson. Das ist ein Buch, als ich das erste Mal auf meinem Kanal gezeigt habe, hat es durchaus zu Diskussionen in meinem Privatleben geführt, wo dann eben nachgefragt wurde, Do you hate men? Was ist da los? Und die Antwort lautet natürlich nein. Also nein, nein, nein. Die Idee von Männlichkeit, die in unserer Gesellschaft, insgesamt in der westlichen Welt sehr stark verankert ist und weitergetragen wird, die macht es nur nicht so ganz einfach, Männer zu daten und kennenzulernen. Und es war ein super interessant geschriebenes Buch, sehr essayistisch, kolumnenhaft, eben über Dating und zwischenmenschliche Beziehungen, was ich super gerne lese. Das ist auch ein Muster, was sich durchzieht durch meine Jahresfavoriten. Und ja, es war unglaublich witzig und unterhaltsam. Haltsam und eine große Empfehlung. Ein guter Start für diesen Stapel, auf dem als nächstes Carrie Soto is Back von Taylor Jenkins Reid liegt. Und Taylor Jenkins Reid liegt auf diesem Stapel noch ein zweites Mal. Dazu kommen wir gleich. Und ich kann auch jetzt schon sagen, dass das hier das Buch ist, was mich weniger beeindruckt hat als das, was noch kommt. Aber ich fand diese Geschichte über die Tennisspielerin Carrie Soto, die nach ein paar Jahren ja Ruhestand wieder zurückkehrt, um ihren Titel zu verteidigen, die fand ich überraschend mitreißend. Also auch deswegen überraschend, weil es mich am Anfang nicht ganz so sehr mit reingezogen hat. Also es war gut, es war solide, aber es war nicht das, ja, was ich von Taylor Jenkins Reid in diesem Jahr kennengelernt und zu schätzen gelernt habe. Und dann so ungefähr ab der Hälfte im letzten Drittel, da wurde es dann auch richtig emotional und hat mich richtig mitgenommen und gepackt. Und deswegen ist es auch auf diesem Stapel vertreten. Ja. Und apropos, emotional mitgenommen und gepackt. Love and Other Worlds von Christina Lauren, was ja zwei Autorinnen sind. Die eine heißt Christina, die andere heißt Lauren. Und dieses Buch, ich bin da sehr unvorbereitet reingegangen. Ich hatte sogar so ein bisschen eher Vorurteile, also negative Vorurteile, weil ich eben von dieser Geschichte über die beiden Kindheitsfreunde, die sich dann nach Jahren wieder treffen und ja, so ein bisschen ausloten müssen, wie, ja, wie sie zueinander stehen, warum es damals nicht geklappt hat mit ihrer Love Story, nachdem sie so lange Best Friends waren. Die hat mich richtig gekriegt. So. Also ich saß im Bus und habe zwischenzeitlich wirklich vergessen, wo ich aussteigen muss. Also es war wirklich krass für mich und richtig schön und auch irgendwie wirklich, also ja, genau das, was ich brauchte. Ich habe auch super viel markiert. Es waren schöne Quotes dabei. Es war vor allem auch so eine Wertschätzung für Bücher und Literatur dabei, aber eben auch, ja, eine sehr respektvolle Freundschaft und ein gemeinsames Aufwachsen und für mich als Best Friends to Lovers Girl natürlich genau richtig. Also wirklich richtig, richtig schön. Und Liebe als Thema bringt uns zum nächsten Buch auf dem Stapel. Ich sehe schon, die Überleitungen laufen heute. Cleopatra and Frankenstein von Coco Melor. Ich habe ein ganzes Video zu diesem Buch hochgeladen. Ich werde es euch verlinken. Ihr könnt es euch gerne ansehen. Das ist eine detailliertere Buchbesprechung zu eben diesem Buch. Im Groben geht es um Cleo und Frank, daher auch der Name, die sich ja kennenlernen, lieben lernen, recht schnell heiraten und dann eben so ein bisschen ausloten müssen, inwiefern die Liebe Bestand haben kann, inwiefern sie sich verändern muss mit ja all den Veränderungen in Cleos noch sehr jungem Leben, Franks
ein bisschen älteren Leben und deren Freunde und Freundinnen sind auch Teil der Geschichte. Es geht irgendwie einfach insgesamt um Leben, so sich in der Welt zurechtfinden und mit sich selbst klarkommen. Und ein super starkes Werk, checkt die Triggerwarnung vorher bitte, aber es war wirklich den Hype wert, würde ich sagen, ja. Und apropos Hype, Everything I Know About Love von Dolly Alderton ist nicht nur auch ein Buch über Liebe und nicht nur auch ein gehyptes Buch, sondern es ist auch ein kolumnenartig geschriebenes Buch über Dating und Freundschaften, zwischenmenschliche Beziehungen in den eigenen 20ern, Spätzwanzigern, fast schon 30ern. Es hat mir ja so gut gefallen, es war wirklich krass. Also Dolly schreibt hier wirklich über ihre, ja, teils witzigen, teils tragischen Geschichten. Aber was in diesem Buch so dominant war und mir richtig gut gefallen hat, war die freundschaftliche Liebe. Also nicht Best Friends to Lovers, sondern die Liebe, die man eben für seine wirklich guten Freundinnen und Freunde empfindet und wie man sich eben unterstützt dann in Zeiten, ja, des Aufruhrs. Und es war super schön. Es war wirklich super schön und ich freue mich schon richtig doll auf ihr nächstes Buch, das erscheinen wird oder schon erschienen ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Steht auf jeden Fall auf meinem weihnachtlichen Wunschzettel drauf, was eben, ja, wirklich dann nicht nur kolumnenartig ist, sondern auch so Fragen beantwortet und Ratschläge gibt und so. Und da habe ich richtig Bock drauf. Also, wer an diesem Buch noch vorbeikommen konnte, ich empfehle euch, es jetzt endlich mal anzugehen. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Buch. Licht bricht, bevor es strahlt, von Becca Braun. Ja, wow, das Buch war ja auch krass für mich. So, also ich meine, ich habe mich eh schon total gefreut auf diese Geschichte über ja, zwei junge Menschen in etwa in meinem Alter, die ja eine gewisse Anziehung zueinander verspüren, aber eben beide auch ihre eigenen Probleme mitbringen und auch da irgendwie so ein bisschen ausloten müssen, wie sie da eine gemeinsame Liebe finden können. Es war irgendwie viel gröber so, also sowohl im Ton wie auch in den Hintergründen der Charaktere in diesem Buch, als ich erwartet habe. Aber ich war ja super gehypt, weil ich mit Becca, der Autorin, auch vorher schon ein bisschen Kontakt hatte und sie hat mir das Buch dann ja auch geschenkt, zugeschickt. Und also ich habe mich so gefreut, als es hier ankam. Und dann, als ich es gelesen habe, wurde ich auch nicht enttäuscht. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen biased so, also ich konnte es jetzt nicht komplett objektiv bewerten, aber wenn wir ehrlich sind, ich bewerte keins der Bücher objektiv, alles subjektiv. Wir machen hier keine hochgestochene Literaturkritik, sondern sprechen einfach über unsere Liebe zu Büchern und wie die so in ihren einzelnen Facetten aussieht. So, Liebe zu Büchern nutze ich schon wieder als Überleitung. Ich hoffe, euch nervt es nicht, dass ich hier meine ganze Überleitung mache, aber irgendwie muss ich diesen Stapel an Büchern zu einem Gesamtkonstrukt zusammenfügen, was dann eben die Favoriten meines Lesejahrs sind und deswegen mache ich das so. Also, The Comfort Book von Matt Haig liegt hier stellvertretend für auch seine anderen Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Ich habe ihn als Autor allerdings wirklich erst in diesem Jahr für mich entdeckt. Und es gibt auch zu ihm und eben diesen Büchern ein ganzes Video, das ich euch natürlich verlinke. Matt Haig schreibt essayistische, kolumnenartige Selbsthilfebücher, in denen es um mentale Gesundheit geht und ja, auch so ein bisschen Selbstheilung, also nicht unbedingt esoterisch, aber eben einfach sehr, sehr in sich gekehrt und seine Bücher zu lesen ist wirklich, also interessanterweise emotionaler, als man es erwarten würde, wenn man so auf die Form schaut. Also zum Beispiel dieses Buch hier, man könnte behaupten, ja, das sind ein paar Sätze, teilweise nur Worte pro Seite. Warum bewegen die Menschen? Aber die bewegen Menschen, die bewegen mich. Und es war irgendwie für mich super schön und super krass. Und ich, ja, ich bin sicher, dass ich in der Zukunft nochmal zu seinen Büchern zurückkehren werde, weil die eben, ja, auch so wenig anstrengend sind. Also die Bücher behaupten jetzt nicht irgendwie krasse, wirklich komplizierte Dinge zu enthalten, sondern eigentlich gehen sie um die Einfachheit des Lebens. Wenn es aber eben nicht so einfach ist, zu leben. Ja, also diese Bücher fand ich wirklich krass dieses Jahr. Ich komme zu einem Reread, zu einem alten Favoriten oder sagen wir einem erneuerten Favoriten. Vom Ende der Einsamkeit von Benedikt Wells hat mich ja dazu gebracht, über Jahre zu sagen, Benedikt Wells sei mein Lieblingsautor. Und ich musste dann nach und nach feststellen, dass ich das nicht einfach so behaupten kann. Weil seine anderen Bücher, also die haben eine gewisse Qualität und die können mich auch irgendwo abholen. Und ich habe die auch alle irgendwie im Bücherregal stehen und will sie da auch nicht wieder weghaben.
Aber keins hat mich so mitgenommen und wirklich umgehauen wie dieses Buch hier, was ich vor wirklich ein paar Jahren, bestimmt schon 5 Jahren, das erste Mal gelesen habe und so beeindruckend fand und auch so prägend für mich und meine Lebenssicht, dass ich einfach die ganze Zeit dachte, wow, Benedikt Welz, das ist er. Offenbar doch nicht, aber dieses Buch ist es. Es geht nämlich vor allem um den Protagonisten Jules, der irgendwie einfach so ein bisschen für sich versucht zu verstehen, durch sein ganzes Leben hindurch, was es bedeutet, auf sich gestellt zu sein, aber auch mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und hier sind Zitate drin, die sind so krass. Und das ist eins der Bücher, wenn ich die aus dem Regal ziehe und Menschen davon erzähle, dann fangen meine Augen, glaube ich, sogar an zu leuchten, weil ich einfach so, so begeistert bin von dem Schreibstil, von dem Kern dieses Buches. Es ist wirklich ein ganz besonderes Buch und viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, weil es für mich einfach fast schon für sich spricht. Und ich liebe das Cover. Kommt auch noch dazu. Das mag ich auch sehr gerne. So, machen wir weiter mit einem Buch, was ich auf diesem Kanal noch gar nicht besprochen habe. Und ich werde auch nicht so sehr ins Detail gehen. Aber Hunger, beziehungsweise im Original Hunger von Roxane Gay, ist die Geschichte ihres Körpers. Und in diesem Buch geht es wirklich irgendwie um ihr Verhältnis zu ihrem Körper, den sie als ein Ergebnis des Scheiterns wahrnimmt. Also hier hinten drauf steht auch, es ist keine Erfolgsgeschichte, aber eine, die erzählt werden muss. Und ich konnte aus diesem Buch so viel für mich mitnehmen. Ich habe das gelesen, als wir in Paris waren und hatte wirklich dann auch einen sehr krassen Leseflow, war total drin, habe mit Roxane irgendwie mitgelitten, die Schmerzen, das Leid, was sie durch ihren Körper erfährt, aber auch irgendwo in ihrem Körper ausdrückt, was da irgendwie alles drin ist. Und im Endeffekt geht es nicht mal nur um einen biologisch begründbaren Hunger, sondern es geht um einen Hunger nach einem Leben, das sie sich nicht zugesteht. Und diese Erkenntnis, also dieses Verständnis für das Buch und diese Art des Lebenshungers war für mich so, so krass, so augenöffnend. Und das Buch ist nicht perfekt, sie ist nicht perfekt, alles daran ist nicht perfekt, aber es war wirklich krass für mich. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. The Sky in Your Eyes von Kira Moon. Das habe ich ja sogar beim letzten Booktube-Wichteln, glaube ich, bekommen. Also dann im letzten Jahr. Wenn dem so ist, aber ich bin mir sehr sicher, dann verlinke ich euch auch dieses Video. Das hier ist eine Romance-Geschichte und in der geht es um eine Protagonistin, die ja im Laufe des Buches irgendwie so auch zu sich findet und es irgendwie lernt, für sich einzustehen und sich loszulösen von Erwartungen, von ihrem eigenen zerstörerischen Selbstbild, die sich nicht für einen Mann verändert, aber einen Mann kennenlernt und sich währenddessen verändert und dabei irgendwie merkt, wie viel ihr das gibt in der Beziehung zu anderen Menschen und dann eben auch diesem Mann. Also es ist keine Geschichte, in der er sagt, du bist falsch, änder dich und dann ändert sie sich, sondern sie macht einen Veränderungsprozess für sich durch, der ihr dann eben dabei hilft, sich auf ihn einzulassen. Und das alles in der wunderschönen Kulisse von Island, glaube ich. Island, ja. Und es geht auch um so ein bisschen die Natur in Island, um die Winternächte. Es ist romantisch, aber eben geht es vor allem auch um Selbstreflexion. Und das holt mich ja komplett ab. So auch dieses Buch, was ich interessanterweise im Sommer gelesen habe. Sehr, sehr unpassend für mich so vom saisonalen Gefühl her. Aber es hat trotzdem funktioniert. Und deswegen auch das einer meiner Jahresfavoriten. Genauso wie, und jetzt kommen wir endlich zu dem Buch von Taylor Jenkins Reid, was ich noch ein bisschen besser finde als, um Gottes Willen, jetzt, ja okay, der Bücherstapel hat sich verabschiedet. Was ich noch ein bisschen besser finde als Carrie Soto, und zwar ist das Evelyn Hugo, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Dieses Buch ist wirklich eins, wo ich sagen muss, ich bin froh, den Hype irgendwie ausgeblendet zu haben. Weil mich Hype ja im Gegensatz zu anderen Menschen eher dazu verleitet, Bücher nicht mehr zu lesen. Also so ein sehr extremer Hype, der mir dann so, ja, einfach sehr overhyped vorkommt. Also irgendwie dann denke ich mir, ja, wie gut kann es schon sein? Das würde meine Erwartungen dann so hoch ansetzen und die können gar nicht gehalten werden.
Und hier habe ich es aber doch gewagt, habe mich an dieses Buch herangewagt und es war so schön. Es war so, so schön und auch hier irgendwie so viele Zitate und Lebensweisheiten mit drin. Ich hatte den krassesten Leseflow bei dieser Geschichte um die zwar fiktive, aber sich sehr real anfühlende Evelyn Hugo, die eben ja in so den goldenen Jahren des alten Hollywoods ein Star war und jetzt dann eben aus relativ heutiger Sicht, also recht zeitnah, einer Reporterin von ihrem Leben berichtet, bevor sie sich eben ja komplett zurückzieht sozusagen. Also sie hat immer schon versucht, ihr Privatleben nicht so sehr in die Öffentlichkeit zu stellen, aber das war eben nicht unbedingt möglich. Und dann Jahre später, nach dem ganzen Trubel, nach dem ganzen Drama, möchte sie eben nochmal ihre Sicht der Dinge erklären. Und hier ist wirklich also eine auch der wirklich schönsten Liebesgeschichten mit dabei. Umstände, es geht um die Struggles, die eine Frau in einer Industrie, die ja von Männern dominiert und kontrolliert wurde, ja, wie sie sich versucht da zu behaupten und eben aber auch bestimmten Dingen einfach ausgeliefert ist. Und es war wunderschön, es war wirklich wunderschön. Wir kommen zu einem Reread, der ebenso wie vom Ende der Einsamkeit vor einigen Jahren von mir das erste Mal gelesen wurde und dann eben in diesem Jahr das zweite Mal. Es war, glaube ich, auch eines der ersten Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Und zwar Das Gegenteil von Einsamkeit von Marina Keegan. Und wenn ich mir so die Buchtitel angucke, vom Ende der Einsamkeit, Das Gegenteil von Einsamkeit, Kurzdiagnose, vor ein paar Jahren hat mich das Thema Einsamkeit sehr umgetrieben. Und wenn ich ehrlich bin, tut es das immer noch. Ich finde, es ist ein ziemlich faszinierendes Thema, zu dem wir bestimmt auch alle irgendwie eine Beziehung haben. Auf jeden Fall ist dieses Buch damals genau richtig für mich gewesen, denn es sind die Essays und Kurzgeschichten von Marina Keegan, die damals, als sie die geschrieben hat, eine Studentin in Yale war. Leider ist sie sehr früh verstorben, was ihrem Werk zwar im Nachhinein, also posthum, mehr Popularität zugesichert hat, aber natürlich auch dafür sorgt, dass wir nichts mehr von ihr bekommen, was super schade ist. Aber sie schreibt eben über diese Zeit, wenn man so gerade mit dem College fertig wird und wie, ja, wie man sich eben in der Welt fühlt. Nicht nur verloren, sondern eben auch wie das Gegenteil von Einsamkeit, also ein Gefühl von Zugehörigkeit, von Gemeinschaft. Und sie beschreibt eben in ihrem namensgebenden Essay, dass sie dieses Gefühl in Yale hatte und dass das ihre Zeit in Yale so, ja, so einzigartig gemacht hat. Und sie hat aber eben auch, ich glaube, kreatives Schreiben studiert. Das heißt, hier sind auch Essays drin, die sie im Rahmen von Kursen und Klassenarbeiten geschrieben hat. Und es ist einfach hochqualitativ, es ist sehr treffend, was so die Erfahrung eines jungen Menschen angeht. Und ja, es konnte mich auch dieses Mal wieder überzeugen, was ich sehr spannend finde, denn man könnte ja jetzt glauben, dass damals diese Phase mit, ich glaube so 17, 18, als ich das Buch gelesen habe, dass die irgendwie der Grund war, warum es mich so begeistern konnte. Aber es hat mich auch jetzt noch begeistert, also es hält dem Test der Zeit stand. Ja, das auf jeden Fall. Wir kommen zu den letzten zwei Büchern und dieses Buch hier, Ungezähmt von Glennon Doyle, ist ein so großes Jahreshighlight. Oh wow! Also auch hier konnte ich so viel für mich mitnehmen. Das hier ist eine Art Memoir, auch eher Richtung Selbsthilfebuch. Und es geht eben darum, für sich einzustehen, die eigene Stimme zu finden, sich nicht so sehr von außen bestimmen zu lassen und eben auch auszubrechen. Also es geht nicht nur darum, wie stelle ich mich im Leben auf, sondern auch, wie kann ich vielleicht aus schon bestehenden Mustern und Rahmenbedingungen ausbrechen und für mich einstehen. Und das ist ein Thema, was sich hier ganz klar durchzieht, das merke ich selbst. aber das hier war wirklich, das war so gut. Und ich habe bei diesem Buch tatsächlich sogar geweint, weil es mich so berührt hat, in dem, was es, ja, was es versucht hat, mir zu sagen. Und das ist eine große Empfehlung. Ich glaube, es haben viele Menschen auch schon gelesen. Es ist ein Bestseller und das tatsächlich zu Recht. Gut, kommen wir zum letzten Buch. Und dieses Buch war so gut. Pretending von Holly Bourne. Ich habe es auch schon in einer der letzten Podcast-Folgen besprochen. Falls ihr den Podcast noch nicht kennt, dann verlinke ich euch den auch sehr gerne. Ihr könnt ihn auf Spotify und Apple Music anhören. Ihr könnt aber auch das Video jeweils auf meinem Kanal hier schauen. Und Pretending ist eine Geschichte über eine Frau, die beschließt, den Spieß umzudrehen. Sie fühlt sich sehr betrogen vom Leben von den Männern, von ihren Dating-Geschichten und beschließt, okay, wenn die alle eine perfekte Frau wollen,
dann werde ich jetzt eine. Dann bin ich eben nicht mehr ich, dann bin ich eben nicht mehr echt. Und es ist zwar eine fiktive Geschichte, aber sie hat so viele sehr reale Themen drin und Probleme und Gefühle. Und auch hier ein Hinweis auf die Triggerwarnung für dieses Buch. Aber es war wirklich sehr, sehr krass. Und Holly Bourne hat mich so begeistern können, dass ich jetzt zu Weihnachten mir auch ein Buch von ihr gewünscht habe und deswegen sicherlich noch eins lesen werde. Ich hoffe, dass ich auch zu diesem Buch hier zurückkehre, weil es eben einfach so, ja, so treffend war. Und also an manchen Stellen dachte ich wirklich, ja komm, du übertreibst, was soll das? Also eben der Hauptfigur gegenüber, aber es war auch so echt geschrieben, dass ich natürlich trotzdem nachvollziehen konnte, warum diese Figur jetzt so ist, wie sie ist und warum sie handelt, wie sie es in dem Moment tut, obwohl ich damit nicht einverstanden war. Aber sie muss natürlich erst irgendwie ihre Fehler machen und in die falsche Richtung rennen, um dann diesen Moment der Erleuchtung zu haben. Und da mitzugehen war für mich richtig groß, richtig toll und hat mir sehr gut gefallen. So, jetzt liegen diese Bücher hier auf dem Boden. Und ich muss sie jetzt erst nochmal einsortieren in die gesamte Lesejahrübersicht, denn das Video werde ich direkt im Anschluss drehen und dann könnt ihr das auch sehr bald sehen. Da sprechen wir dann wirklich über alle Bücher, die mein Lesejahr ausgemacht haben. Und das wär's für heute. Ich bin fertig an dieser Stelle und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, was bei euch los ist. Wir sehen uns nochmal im nächsten Video wieder. Kommt aber trotzdem erstmal gut durch die Feiertage und durch die Saison, diese Weihnachts-Neujahr-Situation. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was eure Jahreshighlights waren. Denn ich möchte, dass mein nächstes Lesejahr mindestens genauso erfolgreich wird wie dieses Lesejahr. Also, macht's gut, bleibt alle gesund. Und tschüss.